Schön, dass ihr heute zum vierten Advent dabei seid. Sicherlich habt ihr schon die Information bekommen, dass wir leider zu unserem Heiligabend-Gottesdienst nicht so viele Plätze anbieten können. Und so hoffen wir, dass ihr, also die keinen Platz bekommen haben, ab 15 Uhr so einen ganz besonderen Moment schafft zu Hause und den Online-Gottesdienst genießt mit euren Familien. Und es ist auch eine Möglichkeit, diesen Online-Gottesdienst auf diesen Online-Gottesdienst aufmerksam zu machen bei Freunden, bei Verwandtschaft, bei Nachbarn. Und so, um so das, dieses Flüstern Gottes in die Häuser unserer Freunde zu bringen. Eine besondere Zeit, es bleibt so und ich vertraue darauf, dass es euch trotzdem gut geht. Advent. Advent, die Ankündigung des größten Liebesbeweises Gottes. Ein Geheimnis beginnt sich zu lüften und es ist tatsächlich fraglich, ob den Akteuren das irgendwie bewusst war, dass nun etwas ganz Besonderes durch ihr Leben und in ihrem Leben geschehen wird. Die meisten von uns kennen ja die Akteure. Das ist ja Josef, Maria, ist klar, Jesus selbstverständlich. Es sind die Engel, es sind die Hirten, es sind ja, es ist Bethlehem, es ist der Esel, es ist der Stall, die Krippe, all das, das kennen wir ja. Und dann dürfen natürlich die Weisen, die drei Weisen aus dem Morgenland, die dürfen natürlich nicht fehlen. Sie werden im Matthäusevangelium erwähnt. Das sind die drei Weisen oder die Weisen aus dem Morgenland. Es sind die Sterndeuter, es sind die, im Grundtext steht Magier. Und wir wissen aber gar nicht, wie viele sich auf den Weg gemacht haben, weil da sagt die Bibel gar nichts drüber. Das ist so erst so im dritten Jahrhundert nach Christus so hineingenommen worden, dass es sich um drei Personen handelt. Und dann wurde ab dem sechsten Jahrhundert daraus der Kaspar, Melchior und Balthasar. Vielleicht kam man auf drei Weise, weil von drei Geschenken die Rede war, nämlich, kennen wir ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und diese Geschenke sind schon eine Erfüllung einer Prophetie aus dem Alten Testament. So, das ist mal, da ist also wirklich eine Erfüllung geschehen, als diese drei Geschenke Jesus oder den Eltern gegeben worden sind. Und dann haben diese drei Geschenke auch eine Bedeutung, sind also eine Prophetie für das, was auf Jesus und seinem Leben zukommen wird. Gold steht für seine göttliche Herkunft. Und Weihrauch steht für seinen hohepriesterlichen Dienst als Mittler zwischen Gott und den Menschen, steht auch für Gebet. Und die Myrrhe ist ein Hinweis auf das Opfer, das er später bringen wird zur Erlösung der Menschen. Aber das ist heute alles gar nicht mein Thema. Das ist alles nicht mein Thema. Wir haben aber auf jeden Fall drei Männer, die Weisen genannt werden. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ja, woran macht man eigentlich ihre Weisheit fest? Ja. Und vielleicht daran, dass sie die Schriften erforscht haben und dann Sternbilder gedeutet und sich dann auf den Weg gemacht haben, weil sie etwas entdeckt haben. Während ich mich also mit dieser Geschichte noch mal so auseinandergesetzt habe, sind mir plötzlich drei Frauen aufgefallen. Eine davon war verheiratet, die andere war Single und die dritte war verwitwet. Das ist doch schon mal spannend, wenn man sowas entdeckt. Die erste hieß Elisabeth, die zweite Maria und die dritte Hanna. Und jeder dieser drei Frauen ging durch einen wirklich schwierigen Lebensumstand. Die Elisabeth erlebte zum Beispiel eine Kinderlosigkeit und irgendwann war sie natürlich zu alt, um sich darüber noch Gedanken machen zu können. Maria erlebte von jetzt auf gleich, ohne sich vorbereiten zu können, eine wirklich dramatische Veränderung in ihrem Leben. Sie ist schwanger, aber Single und das in ihrer Zeit. Das war für sie tatsächlich auch lebensgefährlich. Wie sollte sie das den Menschen begreiflich machen? Wer wird ihr denn diese Geschichte glauben? Ja. Und Hanna hatte die Liebe ihres Lebens nach 7 Jahren Ehe verloren. Und sie musste mit diesem unbegreiflichen Verlust umgehen, wenn ein geliebter Mensch zu früh stirbt. Also haben wir drei große Themen. Wir haben Enttäuschung,
Veränderung und Verlust. Enttäuschung, Veränderung und Verlust. Drei große Themen. Diese drei Themen könnten auch in deinem Leben Bedeutung haben oder mit denen bist du vielleicht schon mal konfrontiert worden. Diese drei Frauen erleben genau das. Und während ich mich so mit ihrem Leben beschäftigt habe, wurde mir plötzlich deutlich, wie sie diesen Themen aufgrund weiser Entscheidungen, wie sie diese Themen aufgrund weiser Entscheidungen überwunden haben. Und da bin ich plötzlich nicht bei drei weisen Sterndeuter, drei Weisen aus dem Morgenland, sondern da bin ich plötzlich bei drei weisen Frauen in der Weihnachtsgeschichte. Elisabeth überwand ihre Bitterkeit. Maria überkam ihre Ängste und Hannah überkam ihre Trauer. Jetzt, bevor wir uns das alles anschauen, wie sie das gemacht haben, lass uns doch noch mal in Erinnerung rufen, was Weisheit überhaupt ist. Nun, die Bibel, die sagt, dass aller Weisheit Anfang Gott zu fürchten sei. Nicht im Sinne von Angst haben vor Gott, sondern Weisheit zeichnet sich aus, dass sie zunächst einmal die Existenz Gottes nicht anzweifelt. Aber das ist ja nur der Anfang. Sprüche 9, Vers 10 sagt, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und dann heißt es, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also der nächste Schritt ist also die persönliche Entscheidung für Gott zu treffen, der eben seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Also das göttliche Leben in dir ist damit gemeint. Deswegen dieses ewige Leben haben, das hat nichts mit der Ewigkeit zu tun, es hat nichts mit dem, also das rettet mich, um in den Himmel zu kommen, sondern jeder, der so auf dem Herzen hat, ach, ich lasse mir damit Zeit mit Gott, habe ich ja noch, kann ich machen, wenn ich alt bin oder wenn ich kurz davor stehe oder was auch immer, ja, all diese Aussagen bedeuten, dass du dir selber der Möglichkeit beraubst, die Möglichkeiten Gottes für dein Heute zu erleben. So, also das göttliche Leben in dir und deine Lebenserfahrungen sind eine gute Kombination, um deine Lebensentscheidung zu treffen. Ich wiederhole das nochmal, ja? Also das göttliche Leben in dir und deine Lebenserfahrungen, das sind eine gute Kombination, um deine Lebensentscheidung zu treffen. Jetzt wird im Alten Testament wird Salomo als der weiseste Mensch beschrieben. Und das Alte Testament sagt in 2. Könige, dass die Menschen seinerzeit seine Weisheit aufgrund seiner Entscheidungen wahrgenommen haben. Also deine Lebenserfahrungen und sich bewusst leiten zu lassen, ja, dass du dich bewusst leiten lässt von dem Geist Gottes in dir, helfen dir, weise Entscheidungen zu treffen. Jetzt zu den drei Frauen. Also die Elisabeth wird uns zunächst in Lukas Kapitel 1 erwähnt. Sie ist die Frau von Zacharias, das ist zu dem Zeitpunkt hat er einen priesterlichen Dienst verrichtet und es hängt schon gut an, weil beide bekommen gleich in dem Vers 6 eine Lebensauszeichnung, so aus dem Himmel. Ja, so da heißt es, beide führten ein Leben, das Gott gefiel, oder das heißt auch, beide lebten ein Leben, das gerecht vor Gott war. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Das ist so wirklich so eine Auszeichnung. Ja, wenn dein Name in der Bibel erwähnt werden würde und das würde über dein Leben stehen, dann hast du alles richtig gemacht, auf jeden Fall. So, ja. Aber schon der nächste Vers bringt eben so diesen Lebensschmerz zum Ausdruck, den beide erleben und Elisabeth ganz besonders, heißt es in Vers 7, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und dann kommt die ganze Wahrheit. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Ja, also nur diejenige, die einen Kinderwunsch hat und kein Kind bekommen kann, kann hier den Schmerz verstehen. Und in der damaligen Zeit kam noch
hinzu, dass Kinderlosigkeit eine Schande war, weil Kinder waren ein Segen und Kinder waren eine Sicherheit für die Zukunft. Also diese Elisabeth hatte genügend Grund, verbittert zu sein und sich immer und immer und immer wieder die Frage zu stellen, warum gerade sie keine Kinder bekommen würde. Sie ist doch in allem, die doch in allem so gelebt hat, dass es Gott gefallen hat, ja. Sie, über die Gott so ein Urteil gefällt hat, du bist eine Gerechte, du machst alles richtig. Ich meine, wenn man schon alles richtig macht und wenn Gott sagt, ja, das ist alles okay, so wie du lebst, also was ist denn dann der Grund, dass da nicht diese kleine Bitte erhört wird? Ich meine, das kann doch Gott mal machen, ja. Ich meine, wenn nicht sie, wer denn dann? Und das sind genau die Momente, wisst ihr, wo Menschen einen Unterschied machen können, wo sich Weisheit zeigt oder eben auch nicht. Gerecht vor Gott zu sein, ist ein Stand. Lass mich das mal zunächst mal so ein bisschen nochmal einfügen. Gerecht vor Gott zu sein, ist ein Stand, den Gott einem in seiner Gnade schenkt, spricht also von der Identität. Aber wisst ihr, Gott schenkt nicht automatisch einen veränderten Charakter. Der Charakter wird durch die Summe deiner Entscheidungen bestimmt. Bei Elisabeth sehen wir Folgendes, dass sie nicht nur einen gerechten Stand vor Gott hatte, sondern es heißt auch, sie hatte einen untadeligen Wandel. Denn was hilft dir dein Stand vor Gott, wenn jede Herausforderung, jede verzögerte Gebetserhörung, jede Unannehmlichkeit, jedes Ärgernis dazu führt, dich entweder aus der Bahn zu werfen oder dass man die Leitung des Heiligen Geistes, also dass man Jesus in dir, dass man Gott in dir gar nicht mehr sieht. So in Lukas Evangelium Kapitel 1, da werden wir also in das Leben von Elisabeth und ihrem Mann hineingeführt und dann gibt es eine ganz spannende Geschichte in Kapitel 1, das werde ich heute alles nicht erzählen, wie es dann letztendlich doch dazu kommt, dass sie trotz ihres hohen Alters ein Kind bekommt. Sie wird schwanger, sie wird die Mutter von Johannes dem Täufer. Aber das ganze Kapitel 1 gibt uns folgenden Aufschluss über Elisabeth. Sie hört nämlich nicht auf zu beten. Das heißt, sie bleibt Gott fokussiert. Und auch wenn sie so ihren persönlichen Zeitplan kannte, glaubte sie mehr an den Zeitplan Gottes. Und sie wusste, dass eine Verzögerung kein Nein war. Und später, und das ist das Spannende in solchen Geschichten, und ich finde immer, also am Ende sollte man seine Geschichten erzählen, nicht am Anfang, nicht wenn man so da durchgeht, am besten immer am Ende erzählen, weil dann offenbart sich einfach alles, dann zeigt sich auch alles, denn später hören die Jünger, wie Jesus über diesen Johannes Folgendes sagt, in Lukas 7, Vers 28, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Ich meine, das ist eine Auszeichnung für Johannes, aber es ist auch eine Auszeichnung für Elisabeth, dass sie den Größten, der jemals geboren ist, auf dieser Erde geboren hat. Was für eine Auszeichnung. So, die Elisabeth entscheidet sich, trotz ihrer Umstände Gott zu vertrauen. Und damit macht sie Folgendes. Sie versperrt damit der Bitterkeit den Weg in ihr Herz. Welche Umstände in deinem Leben könnten dazu führen, dass du eine verbitterte Person wirst? Das ist ja oft ein schleichender Prozess. Es ist nicht gleich die erste Enttäuschung. Das sind ja oft diese vielen kleinen Enttäuschungen, die irgendwann dazu führen, dass man sich abgeklärt, abwendet von Menschen oder eben auch von Gott. Eine weise Person, wie Elisabeth eine war, vertraut Gott und seinen Zeitplänen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Psalm 31, Vers 15 bis 16, ich denke mal, dass sie das in ihrem Herzen getragen hat. Da heißt es, ich aber hoffe auf den Herrn. Und sie sagt sogar, ich aber, Herr, hoffe auf dich, also ganz persönlich, und spreche, du bist mein Gott und meine Zeit steht in deinen Händen. Und damit kommen wir zu Maria. Also sie wird so um die 15 Jahre alt gewesen sein, vielleicht war sie 16. In der damaligen Zeit hat man mit 15, 16 Jahren geheiratet. So, und jetzt erscheint ihr also
der Engel Gabriel. Und das ist ja allein das ist ja schon erschreckend. Ja. Und ihre erste Reaktion ist ja also verständlich, nämlich da ist Angst und Unsicherheit. Und das, was der Engel jetzt sagt, das beruhigt ja nicht wirklich. Ja, es beruhigt nicht wirklich. Was hat das zu bedeuten, was er sagt? Was kommt da auf ihr Leben zu? Wie gehe ich mit der Botschaft um? Soll ich dieser Botschaft wirklich Glauben schenken? Ja, wie werde ich mit dieser neuen Lebenssituation überhaupt zurechtkommen? Ja, da ist vielleicht sogar die Angst vor dem Übernatürlichen, was da passieren wird. Angst davor, plötzlich Mutter zu werden. Angst davor, zu versagen. Angst davor, bin ich wirklich diejenige, von der hier die Rede ist? Angst vor dieser dramatischen Veränderung, die auf so ein Leben zukommt mit 15 oder 16 Jahren. Warum gerade ich? Ja, die gleiche Frage, ne? Warum gerade ich? Das sind ja genau diese Fragen, die man bei Verbitterung, bei Enttäuschung und bei Ängsten und all das und Verlusten so. Das sind ja genau diese Fragen, wieso gerade ich? Ja, und Angst ist sofort da. Aber jetzt zeigt uns diese Reaktion von Maria etwas Besonderes und etwas zum Nachdenken, weil die Reaktion von Maria, nachdem sie da so ein bisschen mit dem Engel gesprochen hat, so um wahrzunehmen, wann ist das hier alles wahr, da sagt sie, ich bin des Herrn Magd. So, aber das ist eine Hammer-Aussage und für alle diejenigen, die wirklich so Bibel forschen und sagen, Mensch, also was hat das wirklich für eine Bedeutung? Dieses Magd, das ist tatsächlich Sklavin. Das ist tatsächlich dieses Wort Doulos, ja. Und das ist dieser Ausdruck von Sklave aus Liebe. Ich liebe den Herrn und das Haus. Also eigentlich noch eine viel tiefere Bedeutung, die wir hier in ihrer Antwort wahrnehmen. Aber das möchte ich heute Morgen, da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber was sie also sagt ist, ich gehöre Gott. Das ist wirklich nachdenkenswert. Ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Und guck mal, diese Geschichte ist uns ja so bekannt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du diese Geschichte schon hörst. Sie ist uns ja so bekannt. Aber niemals war, dass sie nicht wegrennt. Sie rennt einfach nicht weg. Und das zeigt mir, dass sie in dem, was Gott ihr sagt, ruht und letztendlich den Worten Gottes vertraut. Mit ihrer Sichtweise von dem, wer Gott ist, überwindet sie ihre Angst und Unsicherheit. Und in einer Welt, in der wir gerade leben, voller Unruhe, voller Unsicherheit, wo du denkst, Angst begegnet dir an jeder Ecke, ja, zeigt sich, woher Menschen ihre Ruhe finden und ihre Ängste überwinden. Und es spricht von Weisheit, wenn du dir die Gedanken Gottes für dein Leben anschaust und diesen Gedanken vertraust. Ach, da gibt es so viel zu sagen, aber David sagt im Alten Testament in einem Gebet über sein Leben Folgendes. Er sagt in Psalm 40, Vers 9, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Und das ist das, was ich lerne von Maria, dass sie so sehr mit Gott verbunden war, dass sie nicht wegrennt und sagt, okay, es geschehe mir so, wie Gott gesagt hat. Und da ist sie ruhig und kommt zur Ruhe. Weise Menschen geben ihrem Leben Ruhe, indem sie den Willen Gottes für ihr Leben kennen. Ja, das führt zu einer Gelassenheit. Das führt zu einem entspannten Lebensstil. Die Geschichte zeigt uns dann noch eine Besonderheit, nämlich nachdem Maria also diese Begegnung mit dem Engel erlebt hatte, macht sie sich auf, und das finde ich super interessant, weil sie macht sich auf, nicht also um in ihrem Elternhaus zu bleiben, sondern sie macht sich auf und geht diese Elisabeth besuchen, von der wir gerade gehört haben. Also genau diese Elisabeth, die gerade auch durch ein Wunder schwanger war.
Und auch diese Entscheidung zeigt die Weisheit von Maria. Sie entscheidet sich, zu Menschen zu gehen, die ihren Glauben in einer schwierigen Zeit stärken. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, sie sucht nicht nach Informationen bei WhatsApp und bei Google, so wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich jetzt, wer hat noch eine Meinung und wer hat noch eine Diagnose und wie könnte die Geschichte enden und wo steckt wirklich was dahinter, wer steckt hinter all dem, was hier gerade passiert. Nein, sie hört damit auf, sie besucht Menschen, sie sucht Gemeinschaft, sie weiß, wo sie hingehen muss, damit ihr Glaube gestärkt wird, damit sie nicht, ich hätte beinahe gesagt, verrückt wird, damit sie nicht irgendwie wieder unsicher wird oder Ängste bekommt. Ja, das ist Weisheit pur, sich mit Menschen zu verbinden, die in ihrem Glauben stark sind, über die Gott sagt, das sind meine Gerechten, das sind die so wandeln, die so gehen, dass sie mir gefallen sozusagen, ja. So weise Menschen überlegen sich, mit welcher Botschaft sie ihr Leben füllen. Weise Menschen überlegen sich, welche Menschen tun mir in herausfordernden Zeiten gut. Welche Menschen stärken meinen Glauben. Dass Maria ihr eigenes Elternhaus verlässt, um bei Elisabeth und Zacharias eine Zeit lang unterzukommen, das zeigt mir auch wieder etwas, nämlich wie wichtig Vater und Mutterschaft ist. Ja, und ich möchte da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, weil die Bibel sagt da ja auch nicht so ganz viel darüber. Aber das ist erlaubt, darüber nachzudenken, dass sie tatsächlich zu den beiden geht. Ja. Und für mich wäre da eine Frage an unsere Eltern, aber auch einfach so an, ja, was von deiner Lebensbotschaft hält deine Kinder in deiner Gegenwart? In der ersten Begegnung zwischen Maria und Elisabeth kommt es zu einem spontanen Lobpreis. Ja, die sehen sich und sie fangen an, Gott zu erheben. Und zwar über ihre Umstände. Beide bleiben fokussiert auf Gott. Und es braucht genau diese Väter und es braucht diese Mütter, die verstanden haben, dass das Beste, was sie ihren Kindern geben können, das ist, dass sie ihnen helfen, Gott zu vertrauen, trotz aller herausfordernden Umstände. Und dann kommen wir noch zu Hanna. Da sind wir schon bei der dritten Person. Das war auch eine der besonderen Frauen. Und von ihr wird gar nicht so viel in der Bibel berichtet. Aber diese, ich weiß nicht, 3, 4 Verse, die reichen schon aus, um wahrzunehmen, warum diese Frau voller Weisheit war. Ich lese das mal vor in Lukas 2, Vers 36 bis 38. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Und voller Dank pries sie Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also, lass uns mal das sehen, was war dann in ihrem Leben passiert. Also sie war verheiratet, und zwar 7 Jahre lang. Und dann verliert sie ihren Mann. Was für ein Drama ist das denn? Was wir aber bei ihr sehen, ist, dass sie ihrem Leben einen Sinn gibt. Sie bleibt nicht in dieser Trauer hängen, sondern wann auch immer und wie auch immer trifft sie eine Entscheidung, mit der sie sich aus dieser dramatischen Situation löst. Und alle wussten, wenn man Hanna finden wollte, musste man nur in den damaligen Tempel gehen. Und jetzt kommt etwas, was mich super berührt, weil
weil die Bibel nennt sie eine Prophetin. Mit anderen Worten, das bedeutet, dass sie eine Stimme für Gott geworden war. Nochmal, lass uns das nochmal verstehen. Nochmal, es ist ein dramatischer Moment in ihrem Leben. Die Liebe ihres Lebens ist gestorben nach 7 Jahren Ehe. Weißt du, was man da für eine Stimme sein kann? Weißt du, was man da für eine Stimme werden kann? Aber die Bibel sagt, nee. Also diese Hanna, die fokussiert sich. Die Hanna ist wo zu finden? Sie ist bei Gott zu finden. Da ist sie zu Hause. Und sie dient diesem Gott. Und sie ist an dem Herzen Gottes. Und sie wird eine Stimme, die Gott nutzen kann, um Menschen zu dienen. Und das zeichnet ihre Weisheit aus. Man kam zu ihr, um Weisungen aus dem Herzen Gottes zu hören. Und dann kann man sich die Frage stellen, was ist das, was man von dir hört? Was hört man von dir? Was ist wahrnehmbar von deinem Leben? Und bei ihr gab es keinen Tratsch. Bei ihr gab es kein hinter dem Rücken reden oder hinterfragen oder irgend so dieses Unangenehme, wo du denkst, hätte ich diese Person mal lieber nicht getroffen. Oder du gehst aus diesem Gespräch raus und bist irgendwie beeinflusst, über einen anderen Menschen irgendwie anders zu denken, als du es ursprünglich eigentlich geplant hast. Das hat man bei ihr nicht erlebt. Sie hatte eine Lebensbotschaft, die Menschen auf Gott ausrichtete. Weise Menschen haben eine Lebensbotschaft. Sie geben etwas Kostbares weiter. Und nun haben wir gesehen oder gelesen, dass sie Jesus gesehen hat. Warum? Ja, Maria und Josef bringen nach der Geburt von Jesus ihn in den Tempel. Sie folgen damit dem Gesetz ihrer Zeit. Sie bringen ihr Kind zu Gott. Das machen übrigens auch weise Menschen. Aber Hanna, und das ist das Nächste, was ihre Weisheit zum Ausdruck bringt, sie sieht nicht nur Jesus. Ja, by the way, da, wenn du diese Geschichte nochmal liest, da gibt es noch einen, der heißt Simon, der ist auch in dem Tempel. Und der hatte Gott gebeten, er hat gesagt, Gott, also lass mich bitte nicht von dieser Erde gehen, nicht er, bis ich den Erlöser gesehen habe. Und dann ist das derselbe Tag. Also er sieht an demselben Tag wie Hanna, wie Maria und Josef Jesus in den Tempel bringen. Ja? Und er ist total begeistert und er prophezeit über diesen Jesus und er prophezeit über Maria. Und das ist gewaltig. Ja? Aber die Hanna, die sieht diesen Jesus und dann lesen wir, dass sie über ihn bei jedem, bei allen spricht. Also sie ist berührt von dem, wer Jesus ist. Weise Menschen sind berührt von dem, wer Jesus ist und was er für ihr Leben bedeutet. Und sie können nicht anders, sie müssen diese Botschaft weiterbringen. Sie müssen Menschen erzählen, wer ihr Erlöser ist, wer sie durch diese schwierigen Zeiten des Lebens getragen hat. Sie ist sozusagen die erste Evangelistin. Ne? Wie war das noch? Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Wenn es etwas gibt, was ich dir in dieser Zeit wünsche, in dieser besonderen Zeit, auch in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, dann genau das. Weisheit, mit der du Gott in deinem Leben Realität werden lässt, damit er dich in allen Lebensumständen begleiten kann und, wenn es sein muss, auch mal trägt. Habt einen gesegneten 4. Advent.